Natur stinkt. Sehe ich nicht. Ja, du kannst dich sehen. Ach. So, moin moin liebe Leute. Wir sind heute nach Eschede gefahren, um Arthur wollte seine Jahreskarte entjungfern, hätte ich fast gesagt, einweihen. Genau. Und ich hatte eine Mission, da ich ja gestern so super geschneidert habe hier, wollte ich meine neue Route, die Trautfreak nennt sich die, und die Bulsen Blackout 800 einweihen. Zudem habe ich ein Versprechen abgegeben, dieser Spoon von Marlena, habe ich den gestern geschenkt bekommen, der soll auch eingeweiht werden, bevor er an meine Wand landet. Naja, ob es was wird, werdet ihr sehen. So, liebe Marlena, der ist jetzt für dich, ne, als Beweis, ja, ich fische ihn. Und ich versuche damit auch einen Fisch zu fangen. Und wenn ich einen gefangen habe, landet der aber an meiner Wall of Fame. Die Aussicht hier für Tiere. Nee. Na, Aussicht vielleicht ja nicht schlecht. Nö, naja, das ist richtig. Ich mache jetzt erstmal noch ein paar Wurf mit dem Marlena Spezial hier. Digga, siehst du sie nicht? Siehst du sie nicht oder willst du sie nicht sehen? Knapp vorbeigezogen. Aber sehen und weisen sind zwei Paar Schuhe, weißt du? Ich habe sie geärgert, ich habe rüber gezogen. Ich habe schon Leute für weniger verkloppt. Ja, dann gehst du auch, ne? Und Hausen. Warum kriegst du die auf der Seite? Sehr voll. Aber Arthur hat ja jetzt mal einen schönen Einschlag gehabt. Die ganzen Kraft, das habe ich gestern schon gemerkt. Der Kurs ist schon fertig, aber ne? Will nicht, aber ich hab Zeit. Petri dann. Schöner Fisch, erster. Kann weitergehen. China Fisch. Frisch importiert. Ich muss gerade an Arthur denken. Warum? Er hat zwei Bisse gehabt, wenn er mit seinem Kurs hat und geredet hat. Also genauso. Erster Fisch auf dem Gerüte. Eingeweiht. Jawohl. Geht doch. So, Marlena, 5 Wurf mache ich noch. Dann soll ich abknüpfen. 58. Nein, Mann. Ich habe gesagt, ob ich nur noch eine neue kriege. Einen habe ich angeschnitten, wo ich die gekauft habe. Für 800 habe ich die geholt. Wenn er noch einen hat, dann hole ich sie bei ihm und hole die dir. Ja, die sind 50 Euro, weißt du? Ja, klar. Wenn das geht.
ganz komischer Biss. Marlena, auf dein Spoon. Ich mach auch mal die Hände auf. Micke schon mir gerade, ich misse sie. Erster Fisch auf die Route. Erster Fisch mit dem Spoon. Erster Fisch mit der Schnur. Erster Fisch mit der Rolle. Erster Fisch mit dem Snap. Pack, 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 pack. Genau, das ist Fisch, hatte ich nicht mehr. Ja, egal. Brauchst deine Hilfe nicht. Kommt dieser so auf die 1000, hoffe ich. Boah, passt nicht rein. Danke. So, Route in Jungfahrt. Ja, Mann. So, ja, was soll ich sagen? Ich krieg ihn nicht rauf. Ich krieg ihn einfach nicht rauf. Guckt euch das Tier an. Hammerhart. Am Arsch. Und leider auch noch rausgenommen. Das bedeutet Teichverbot. Ich investierte 600 Euro. Aber mein Bester. Guck mal, jetzt lacht er wieder. Jetzt lacht er wieder, ja. Guck mal. Route in die Jungfahrt. Den Spoon kann ich jetzt endlich an die Wand hängen. Ja. Darf ich jetzt endlich. Den hat Marlena mir nämlich gestern geschenkt. Ach so. Das ist ein Handmade von Marlena. Schön. Ja. Also ein ganz komischer Biss gewesen. Einfach stumpf eingehangen. Ja, der eine gerade, der war schon ein paar Mal hier. Was denn? Ja. Ja. Ich nehme den Kescher rein, mach den Spoon raus, lass die Forelle schwimmen. Ja, wieso darf ich die nicht behalten? Das ist irre, oder? Ach, das wusste ich ja noch gar nicht. Da kann man die Teichregeln durchgefroren angeln. Ja. Du warst schon ein paar Mal hier. Ja, nee, das wusste ich nicht. Ich will gar nicht wissen, wie viel. Ne? Ich meine, wenn der Haken breit ist. Wenn der richtig rausgerissen ist, dann kommst du zu mir, sagst dir, der Forelle war im Fleisch gemacht und dann habe ich ihn rausgenommen. Hier, Dicker. So dick bin ich gar nicht. Weiß und weiß. Okay. Mit dem Herzchen drauf. Hast du das gesehen? Du hast gerade ein Biss, hast du das gesehen? Deine Schnur? Komm. Ich gehe auf einmal zur Seite. Da kam einer an und hat ihn zur Seite geschoben. Ich glaube, das war der Wind. Nee, das war nicht der Wind. Die gestraffte Schnur geht nicht so zu weit. Zukünftiger Alpaka-Amisch. Ja doch, die Emos, die hole ich noch weg. Gar nicht mit meiner Frau zusammenziehen. Es gibt hier keine Alpakas. Ich wollte in dem Video... Keine Alpakas. In die Beschreibung wollte ich erst, ich habe Lasse auch markiert, ne? Ich wollte erst reinschreiben und Lasse, die Emos holen wir dann weg. Aber ich dachte mir, nee, ja, das schreibt man nicht. Seine überhaupt? Bestimmt. Ich glaube, vom Martin oder nicht. Muss ich nicht. Wer ist Martin? Der Vorbesitzer. Achso. Beziehungsweise Verpächter, ja. So, ich fahre mal Sauerstoff holen. Ich hoffe, dass jetzt von diesem teuren 500 € Routenständer so ein bisschen was auf meine Route abfärbt. Also darf ich die da überhaupt reinstellen? Eigentlich nicht. So, jetzt gehen auch nochmal Grüße raus an Sebastian Schumann. Mal gucken, ob die Spoons, die du mir geschickt hast, heute liefern. Wenn nicht, dann liefern sie bestimmt ein andermal, aber naja, wird schon werden.
bin eigentlich jetzt schon glücklich. Ich auch, aber ich will doch noch so zwei, drei Stück. Ja, so zwei, drei Stück werde ich auch noch versuchen zu werfen, aber ich muss erstmal pinkeln und ich habe jetzt keine Lust loszugehen. Ich mag es mit meinem Freund Arthur angeln zu gehen. Der ist genauso behindert wie ich. Und. Was hast du gesagt? Hä? Was hast du gesagt? Ich hab nichts gesagt. Sag los oder was? Ja. Was? Ja. Ja, die dreht hier so seit Stunden. Hier so ihre Runden. Arturo. Lalalalalala. Ich lass mal meinen Kram hier kurz stehen, ich geh mal kurz zum Nösler. Na? Dann ist mal besser. Perfekt. Dir auch noch was Großes Neues, ne? Ja, ebenso. Alles gut? Jo. Wo bist du am Machen? Großkugel. Und? Eine. Ja, ich habe auch einen, so wie du gerade gezeigt hast, und eine Porti. Ja, um die 3 Kilo, die haben. Ich habe nur deine dicke Karre gesehen. Ach, der Nösler ist da. Dann musst du da jetzt mal los angehen. Wie gesagt, ne? Momentan ist es alles ein bisschen verhext. Ja. Momentan kannst du froh sein, wenn du vielleicht mal einen großen fängst oder 4, 5 Portis hast oder was. Ja. Ne? Dann kannst du schon zufrieden sein mit. So eine Strecke mit 20, 30 Stück, ey, das kannst du erstmal knicken bei dem Wetter. Ja, im Moment kannst du es haken. Ja, mal warm, mal kalt, in Regen, trocken, Wind. Ja. Jawohl! Oh, guck mal, einer ist da drin. Kommt der dicke Eimer an die Bergenkugel, Junge, fangen die hier Fische auf einmal. Ich werde zurück. Ich werde zurück. Jetzt hat er hier noch so einen drin. Mit 2 Metern. Was? Hast du kein Blei mehr raufgemacht? Nein, ich bin da oben liegen. Hat er so weit rumgebissen? Ja. Ich hatte keinen Abfall. Ich hab kein Blei, ich hab geguckt, hatte keinen. Ich hab ja nur gesehen, wie du rausgeworfen hast mit dem Lamm. Ja, und dann mit der grünen Paste raus. Ja, wir liegen lassen, ne? Kennst du mich, ich bin faul, ja. Da kenne ich noch so einen. Wird schon irgendwas drauf gehen. Genau, das hab ich mir gedacht. Ich hab geguckt, ob die Blei hat. So, jetzt stell dich mal nicht so stümperhaft an jetzt hier. Hol mal das Biest da raus, du bist nämlich gerade live. Jetzt wird er nervös. Brauchst du das nicht noch bei mir damit reinballern, dann haben wir ihn so laufen. Ja. Nur aber, so groß ist es nun auch nicht. Klar, die machen unwahrscheinlich Rabatz, Alter, das haben die gestern schon gemacht. Wie die Hammerkranken, Alter, die denken auch, sind große. Die Großen, die legen sie einfach rein und das war's dann. Ja. Ja, wobei meine ist ganz schön steil gegangen vorhin. Petri! So, ja, bringt doch schon mal Petri dazu. Alter, was hast du denn für eine hässliche Tasche, Alter? So hässlich wie deine. Stimmt. Na? Ja. Und wie läuft's? Wo? Wo? Das heißt? Ich hab mich entschneidert. Ich bin durch. Ja, ich hab mich auch entschneidert, Gott sei Dank. Dieses Jahr. We'll be right back.
das soll es heute für uns gewesen sein. Waren 2-3 Stunden, die wir hier waren und ein bisschen gefischt haben. Arthur. Ja, was soll ich dein sagen? Dein Eindruck jetzt so fürs erste Mal hier heute? Hat Spaß gemacht, war schwer, aber nichtsdestotrotz, lustiger Tag. Hast du dich entschneidert haben wir uns. Ja, ne? Zeigen wir mal. Ist nicht die größte, aber. Naja, warte schöne. Mal, ich gehe mal einen Meter zurück, meine ist nämlich richtig groß. Da sieht die offenbar genauso groß aus wie meine. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.